Hinter dem roten Kopf von Karl Marx, der ja das Fenster verhüllt, da wird gerade aufgebaut der Schrein mit der heiligen Unterhose von Karl Marx. Um 16 Uhr die feierliche Enthüllung, also das Schaufenster wird sozusagen freigelegt und man hat dann einen ungehinderten Blick auf die Reliquie. Karl Marx wird jetzt Skateboard fahren, ne? Wenn er leben wird. Ne? Wir halten die Herrenreliquie von Karl Marx als die bedeutendere zunächst einmal und natürlich auch die bewiesenere. Denn bei uns lässt sich die Herkunft dieser Unterhose lückenlos nachweisen. Ich finde, wenn man es also wirklich nötig hat, Gläubige dadurch anzulocken, dass man da eine gefälschte Reliquie ausstellt und dann dazu sagt, ja, das meinen wir ja eigentlich gar nicht so, es geht hier um spirituelle Erneuerung oder um das große Gefühl der Gemeinschaft, dann frage ich mich allerdings, was für ein Aufwand wird da getrieben? Für etwas, was ja eigentlich in jedem Einzelnen stattfinden müsste und nicht bei 500.000 Pilgern, die hierhin kommen sollen. Allein das Bistum legt 3 Millionen Euro dafür erstmal auf den Tisch. Ich denke mir dann immer, was hätte man mit diesem großen Aufwand an Organisation und an Geld Besseres machen können, nämlich die Leute mal zusammenzurufen und gegen den Sozialabbau zu protestieren. Das wäre doch was für die Kirche im Sinne ihres Gründers. Von mir aus können die Menschen glauben, was sie wollen. Das kann jeder so intelligent und so töricht sein, wie er mag. Das gehört für mich zur Meinungsfreiheit. Aber die staatliche Unterstützung dessen, hier ist ja jede Menge Polizei, hier sind jede Menge öffentliche Vorsorge dafür getroffen. Dafür habe ich als fröhlicher Heide auch mit zu bezahlen. Das ist ein untragbarer Zustand. Das sollen die bitte schon selber machen. Und nicht in dieser Kombination von Staat und Kirche. Ja, hier wird der heilige Rock gezeigt, so wie 1933. Damals war der Rekord, es waren glaube ich 2,2 Millionen Pilger da, beschützt und bewacht von der SA. Heute macht man das in einer gewissen abgewandelten Form wieder, was zeigt, dass also Kirche und Staat in diesem Lande nicht getrennt sind. 1933 wurde auch das Konkordat unterzeichnet, das bis heute in abgewandelter Form Gültigkeit hat. Deswegen wird dieses ganze grauenhafte Spektakel ja auch staatlich mitfinanziert. Und ich denke, es wäre diesem Land und dieser Demokratie sehr passend, wenn endlich die Trennung von Kirche und Staat vollzogen würde. Was Gott zusammengeführt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und die Vorsehung hat uns zusammengeführt. Eben, das war der einzige Staatsvertrag, der zwischen Deutschland und also Nazi-Deutschland und dem Vatikan geschlossen wurde, der bis heute Gültigkeit hat. Und diese beiden Figuren symbolisieren diese beiden eigentlich Verbrecherorganisationen. Es ist eine Kunstaktion, weil Kunst kann etwas sichtbar machen, was man sonst nicht sieht. Und Kunst lässt den Menschen auch eine gewisse Interpretationsfreiheit und regt an zur Nachdenklichkeit und zur Diskussion. Wir wollen also nicht unbedingt, so wie andere, die Menschen überzeugen von irgendeinem einer Sentenz, irgendeinem Glaubenssatz, sondern eigentlich anregen zur Nachdenklichkeit über diesen unhaltbaren Zustand. Und mit diesem lebenden Bild, denke ich, kann man das sehr gut machen. Wir haben ja heute immer noch das Problem, dass, ich sage mal, die Kirche Waffen segnet oder jetzt die ganzen Missbrauchsgeschichten. Da ist ja hier der Bischof oder, ja, ich nehme an, der Bischof ist ja der Beauftragte der römisch-katholischen Kirche in Deutschland und das ist ja alles noch nicht aufgearbeitet. Und wir kennen ja das alleine schon vom Stück von Hochhut, die Geschichte, wie der Papst Pius XII. Da verstrickt war und was hätte er eigentlich noch alles tun können, wenn die Kirche gewollt hätte. Und das andere kommt ja noch dazu, dass auf den Wegen der Kirche ja dann alle größten Nazis nach Südamerika kamen. Also ich denke, deshalb finde ich das ganz wichtig. Ich finde diesen optischen Auftritt finde ich halt fabelhaft. Also es ist wirklich
So wie so ein Schlag in die Fresse. Also es ist einfach toll. Ich finde es gut. Die Rolle Pius XII. Ist klar, das ist bekannt. Und das ist, die ist so, glaube ich, auch ins Vergessenheit geraten. Das ist auch klar. Da können, denke ich, finden Sie das an, wichtig, dass das nochmal überdacht wird? Oder ja, absolut. In die Öffentlichkeit? Ja, grundsätzlich. Einerseits ja, bloß wenn ich so eine Hitlerfigur sehe, das finde ich einfach schrecklich. Also, ich finde es erschreckend, muss ich sagen. Es ist also, da denke ich, Herr Hoppla, das gerade die jetzige Neonazi. Das sonst irgendwie dargestellt sein. Die Neonazi-Konstellation, die Sie haben und so, das könnte genau in die falsche Richtung auch gedeutet werden. Das wäre, müssen wir aufpassen. Als gemäßigter Optimist gehe ich davon aus, dass die Freiheit der Kunst ein hohes Gut ist in dieser Gesellschaft und dass es in Trier vielleicht gelingt, etwas souveräner damit umzugehen. Wir haben uns auch ein bisschen besser vorbereitet. Wir haben also den Paragraphen 86 auch dabei. Wir können den der Polizei zu lesen geben, wenn sie denn in der Lage sind, das in der Zeit zu lesen. Absatz 4, Paragraph 3. Was soll das denn nun? Darf ich bitte jetzt ein großes Urteil durchreichen? Der Staatsanwaltschaft Berlin. Sollten Sie sich vielleicht wirklich. Und das sollten Sie sich jetzt angucken. Wir machen nur eine Personenüberprüfung. Na ja, dafür sind wir ja von der Presse dabei. Na ja, 1933 war es die SA. Heute ist es nicht mehr die SA. Es ist die Polizei, die aber dieselbe Aufgabe vielleicht zu erfüllen hat. Das ist die dritte Aktion dieser Art. Und leider kennt die Polizei die Paragraphen nicht. Was ist das denn? Ja, Sie müssen das noch wissen. Eigentlich ist es noch keine Festnahme, sondern die Feststellung der Personalien. Denn es geht ja hier nicht darum, den Nationalsozialismus zu verherrlichen oder das Reichskonkordat, sondern eben genau das zu kritisieren. Der Paragraph 86a sagt zwar, dass das Tragen von Abzeichen verfassungswidriger Organisationen verboten ist, aber es gibt die Ausnahme für Aufklärung, Wissenschaft und Kunst. Und das wollen sie einfach nicht wahrhaben. Dann wird sowas immer eingestellt, aber in dem Moment der Aktion haben sie immer versucht, das abzubrechen. Wir begrüßen allerherzlichst seine Heiligkeit, den Papst, begleitet vom größten Führer aller Zeiten. Aha, der Name kommt mir nicht über die Lippen. Seine Heiligkeit hat bereits einen anstrengenden Weg hinter sich. An Millionen von gläubigen, glaubhaften Menschen und ist nun endlich dahin gekommen, wo er seinerzeit nie hinkommen konnte, zu Karl Marx. Und nicht nur zum Geburtshaus von Karl Marx, sondern auch zu einem Kleidungsstück, was sehr eng mit ihm zu tun hat. Ja, wir freuen uns, dass diese beiden hohen Gäste hier sind und wir schreiten nun unverzüglich zur Enthüllung des Altars mit dem wunderbaren Kleidungsstück unseres Meisters, der zwei Häuser weiter von uns hier geboren wurde. Es ist erschreckend in seiner Schönheit. Wir sehen in der Mitte die das Gemächt umhüllende Unterhose, darüber den Meister selbst, wie er huldvoll herablächelnd und aus seinen Handflächen jeweils ein roter Stern herausleuchtet. Das erinnert etwas an die Wundmale dieses anderen Meisters, aber das ist hier nicht gemeint. Links auf dem Flügel sehen wir Lenchen Demuth, seine langjährige Haushälterin, die aus dem Saarland kommend die Frau war, die uns die Unterhose in ihrem Nachlass hinterlassen hat. Rechts auf dem Flügel sehen Sie die Ihnen bekannte linke Politikerin und Autorin Sarah Wagenknecht. Sie ist hier dargestellt in demütiger Haltung, etwas ganz Neues, eine Hand- oder Faustreliquie, deren Provenienz, also Herkunft, noch ungeklärt ist. Sie stößt nach oben aus einem Haufen von Devotionalien, wenn sie näher herankommen, unter all diesen Nippes auch mehrere Mohnkapseln. Ein direkter Hinweis auf einen der berühmtesten Aussagen von Karl Marx: Religion ist das Opium des Volkes. Applaus.
lange ist das? 4 Wochen. Heilige Sarah, meum est propositum in taberna mori ut sint vina proxima morientis ori. Bitte für mich, heilige Linchen, bitte für mich, alle Saarländer, bittet für mich, heilige Unterhose von Karl, bitte für mich, ego te absolvo, danke im Namen des Vaters, Sohnes, Heiligen Geistes, Amen. Das ist das sogenannte Vagantenlied. Das willst du noch die Übersetzung wissen, oder? Mein Begehr und Wille ist, in der Kneipe sterben, wo mir Wein die Lippen netzt, bis sie sich entfernen.